in einem Sägeblatt kann man verschiedene Materialien bearbeiten. Wir haben hier nur ein paar Beispiele aufgenommen. Auf dieser Seite haben wir die Holzwerkstoffe. Wir haben hier Massivholz, quer zu Faser, wir haben Massivholz, lenk zu Faser, wir haben MDF, Spanplatte, Sperrholz. Auf dieser Seite haben wir andere Materialien genommen, zum Beispiel zementgebundene Platte, Kunststoffe und hier eine TFK-Platte. No Noise bei Leuko bedeutet nicht, dass kein Lärm entsteht. Lärm entsteht immer beim Sägen. Jedoch ist die Geräuschentwicklung im Leerlauf und im Schnitt bei diesem Blatt so gering, so niedrig, dass ich immer unter der Gehörschutztragepflicht bin. Deshalb kann ich hier auch bedenkenlos ohne Gehörschutz arbeiten. Beim Sägen muss man eigentlich nur beachten, dass man wie bei allen anderen Sägeblättern auch einen passenden Spaltkeil verwendet. Und der muss aufgrund der Schnittbreite von 2,5 mm und der Stammblattstärke von 2,0 mm dazwischen liegen. Das heißt, wir bieten hier spezielle Spaltkeile dazu an, die haben eine Breite von 2,2 mm. Wenn ich diese Spaltkeile einsetze, kann ich bedenkenlos damit arbeiten. Ich beginne jetzt mit einer ganz normalen beidseitig beschichteten Spanplatte. Sie sehen hier einwandfreie Schnittqualität an der Oberseite sowie auch an der Unterseite. Dann mit einer ganz normalen MDF-Platte. Auch hier die Schnittqualität beidseitig sehr gut. Dann haben wir hier eine Sperrholzplatte. Auch hier auch die Mittelschichten akkurat getrennt. Eiche massiv, quer. Das sind die Qualität, ausrissfrei oben und unten. Jetzt machen wir mal ein bisschen was Massiveres, Buche massiv. Und auch hier exzellente Schnittqualität. Dann machen wir den Schnitt in einem Vollkernmaterial. Und auch hier das gewohnte Bild. Aufgrund seines sehr geringen Schnittdruckes ist es sehr gut geeignet, um auch Gärungsschnitte in einer exzellenten Qualität zu machen. Sie sehen jetzt hier das Schnittbild, Ober- und Unterseite ausrissfrei und auch die Mittelschicht ohne hochstehende Fasern, sofort zum Verleimen geeignet. Sie sehen auch hier die Qualität, keine Härchen, keine Ausrisse. NN-System ist eine sehr dünne Ausführung, ein Sägeblatt mit kleinen Spannräumen hier, um den Lärm zu minimieren im Einsatz und im Leerlauf. Und wir haben hier mit einer speziellen Zahlengeometrie eine universelle Zahlenform entwickelt für verschiedene Materialien. Die NN-Sägeblätter der Familie DP-Flex haben Diamant-Sägezähne eingelötet und wir haben am Rücken einen Hohlrückenschliff gemacht. Diese Hohlrückenschliff dann erzeugt eine gute Schnittqualität in verschiedenen Materialien. Und wir haben hier diese Blätter mit 2,5 mm Schnittbreite entwickelt. Und mit Diamantzähnen können wir natürlich extrem lange Standzeit erzeugen und auch gute Leistung, gute Standzeit, gute Qualität in abrasiven Materialien, Mineralstoffen zum Beispiel. Mit den kleinen Spannräumen, hier haben wir unsere Grenze überschritten. Die Spannräume sind theoretisch zu klein für die Späne, die wir im Einsatz erzeugen. Wir können hier eine klassische horizontale Formalsäge sehen, die Hauptsäge und die Ritzer. Wir haben hier auch eine Sägeblatt entwickelt für vertikale Maschinen. Wir haben dafür auch die richtige Spaltkeile. Wir haben hier ein Sägeblatt für CNC-Maschinen, für BAZ. Hier in Mitte zeigen wir Sägeblätter für klassische Druckbalkenmaschinen. Zuerst hier eine Variante mit PKD-Zähnen und hier eine Variante mit Hartmetall-Zähnen, Hauptsägeblätter, konischer Vorritzer. Und hier auf dieser Seite zeigen wir Hartmetall-Sägeblätter für Kantenanlagenmaschine und Sägeblätter für PKD-Ausführung für Kantenanlagenmaschine. Alles im NN-Ausführung.